Unser Platz 54 ist ein echt verzwicktes und unheimlich spannendes Ratespiel. Denn in Memento erzählt Christopher Nolan seine Geschichte in umgekehrter chronologischer Reihenfolge, also alles rückwärts. Ich habe kein Kurzzeitgedächtnis. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß alles über mich. Ich kann nur, seit meiner Verletzung, ich kann mir nichts merken. Es verblasst alles. Wenn wir zu lange reden, vergesse ich, womit wir angefangen haben. Und das nächste Mal werde ich mich an diese Unterhaltung nicht erinnern. Das Besondere, was den Film wirklich ausmacht, ist ja echt die außergewöhnliche Erzählstruktur. Also Nolans Entscheidung, den Film, die Szenen in umgekehrter Reihenfolge anzuordnen, ist ja wirklich das, was den Film ausmacht. Aber das ist nicht nur zum Selbstzweck, sondern ist ja untrennbar mit dem Inhalt auch verzahnt. Also dadurch, dass er das so erzählt, wird die Situation der Hauptfigur, also von Leonard Shelby, überhaupt erst greifbar. Das Beste an dem Film, finde ich persönlich, ist die Tatsache, dass Leonard, also die Hauptrolle, Guy Pearce, hat ja keine Ahnung, was immer gerade passiert. Und dem Zuschauer geht es durch die Erzählweise genauso. Es ist immer eine Szene und er fragt sich, was ist gerade hier los? Und der Zuschauer fragt sich, was ist gerade hier los? Okay, was mache ich hier? Richtig, ich bin hinter diesem Typ daher. Nein, er ist hinter mir her. Memento ist ein Film, der erfordert deine ganze Aufmerksamkeit. Aber ich finde, er belohnt dich auch gut dafür. Also, weil du hast jedes Mal selber so ein kleines Glücksgefühl, wenn du wieder so ein Puzzlestück irgendwie zusammengepackt hast und sagst, ah, okay, so funktioniert das alles. Das Ding ist ja tatsächlich, während des Films habe ich mir immer überlegt, wie der Film aussehen würde, wenn man ihn richtig rum abspielen würde. Und ich glaube, dass er dadurch seinen Charme verlieren würde und diese ganze verschachtelte Erzählweise flöten geht. Dann wäre es ein ganz normaler Film, noir, Krimi. Also wäre nichts Besonderes. Aber durch diese Erzählweise und die Protagonisten, wie die das darstellen, wird das schon einzigartig. Guy Pearce verzweifelt auf der Suche nach dem Mörder seiner Frau daran, dass er nach 15 Minuten alles Wichtige vergessen hat. Nur dank Notizen, Polaroids und Tattoos bleibt er in diesem modernen Film noir am Ball. Du darfst ihr nicht trauen. Glaub seinen Lügen nicht. Mit jeder Szene erscheinen die vorangegangenen Szenen in einem komplett neuen Licht, ja. Und das sind quasi immer so kleine Mini-Twists, wenn man so will. Und die Figuren erscheinen ja auch komplett anders. Das ist keine wirklich verlässlichen Figuren und schon gar nicht die Hauptfigur, also schon gar nicht Leonard Shelby. Guy Pearce, er ist so eine geniale Mischung aus Detektiv, verzweifeltes Opfer, weil er ja eigentlich keine Ahnung hat, was er glaubt, eine Ahnung zu haben. Er glaubt, er hat ein System, aber kann er dem nun wirklich trauen? Und da gibt es ja diese eine schöne Szene, in der er Carrie Ann Moss, die Natalie spielt, schlägt und dann kommt ja so ein Cut, sie geht raus und du als Zuschauer siehst, sie geht nur raus und kommt wieder rein und erzählt ihm, ja, der und der hat mich geschlagen, kannst du den für mich umbringen? Und das ist so eine Szene, wo du siehst, okay, also alle, die von seiner Condition wissen, können ihn ja eigentlich verarschen, weil sie ihm ja irgendwas erzählen können und wenn er sich nicht rechtzeitig aufschreibt oder sich das irgendwie falsch ausschreibt, dann merkt er sich das ja quasi irgendwie ganz anders. Und das fand ich halt immer spannend, weil jeder in diesem Film ist irgendwie so ein Mistkerl, Miststück, der irgendwie Leonard auch ein bisschen verarscht. Schreib's auf, los, konzentrier dich, merk's dir, find dein Stück. Was ist passiert? Wonach sieht's denn aus? Er hat mich verprügelt. Wer? Wer? Scheiße, Leonard, dort hat mich windelweich geprügelt. Dass das gewagte Spiel mit den gegeneinanderlaufenden Zeitebenen überhaupt funktioniert, ist einerseits dem brillanten Drehbuch von Christopher Nolan und andererseits den grandios aufspielenden Darstellern zu verdanken. Jetzt bezahlst du mir das, was du getan hast. Bitte um Vergebung und dann bezahlst du. Lenny! Blickst doch nicht durch, du Freak. Bitte meine Frau um Vergebung. Was dieser Film hat, was jeder Nolan-Film so ein bisschen hat, es gibt viele Leute, die ihn dafür hassen, ist dieser Expositional Dialogue, dass immer genau erklärt wird, worum es eigentlich geht. Ich meine, er erklärt jedem seinen Zustand. In Inception wird jedem erklärt, wie es um Traumdiebstahl, wie das eigentlich funktioniert. Bei Interstellar
wurde jetzt die Wurmloch-Theorie und so weiter von den Charakteren erklärt. Mich persönlich stört das überhaupt nicht. Also ich finde es ziemlich gut. Ich finde, da hat man so ein bisschen erstmal, man geht richtig zur Schule, man weiß, okay, das, darum geht es jetzt. Und dann nimmt man dieses Konstrukt und schmeißt dich in ein Abenteuer rein, wo du genau auf diese Sachen achten musst, die dir erklärt wurden. Und ich finde das gar nicht schlecht. Aber typischer Nolan-Film, ich würde sagen, ja. Also der klassische Nolan-Film, also dadurch, dass es ja überhaupt erst sein zweiter war, er wurde zwar später auf jeden Fall pompöser, aber so ein paar Sachen sind drin, die in vielen Nolan-Filmen sind, also das Spiel mit den verschiedenen Erzähl- und Zeitebenen, daran hat er sich ja selber anscheinend total verliebt und das war in Following ja schon vorher und dann Memento sehr speziell und kommt auch später noch vor, ob es jetzt Inception auf mehreren Traumebenen ist oder bei Prestige, wenn da auch auf mehreren Zeitebenen ineinander verschachtelt die Geschichte erzählt wird. Und es ist, was Nolan ja auch oft vorgeworfen wird, durchaus auch ja unterkühlt, relativ unterkühlt erzählt, finde ich. Und das passt aber irgendwie zu der Handlung auch. Also er ist ja wirklich frei von, nicht nur frei von seinem Kurzzeitgedächtnis, sondern auch irgendwie frei von Emotionen. Es geht zwar darum, dass er sich die Rache vornimmt für seine Frau, aber für ihn geht es dann eigentlich mehr, wie man dann auch mitkriegt, um die Reise an sich und gar nicht das Ziel irgendwann zu erreichen. Also er verlässt sich total ja auf seine Tattoos und Fotos und Notizen und ist total davon abhängig und manipuliert sich damit aber nur selbst und erschafft sich eigentlich seine eigene Wirklichkeit. Ich kann mir nicht merken, dich zu vergessen. Ich finde, Nolan kriegt es ganz gut hin, das alles irgendwie schlüssig zu verpacken, ohne dass es jetzt nur so ein reiner Rachefilm ist oder ohne dass es jetzt nur so eine reine Detektivgeschichte ist, weil man halt auch immer diesen menschlichen Aspekt hat. Also man fühlt ja auch immer mit Leonard mit, weil so er erinnert sich ja, das Einzige, an was er sich ja noch erinnern kann, ist so dieser letzte Moment und seine Frau. Und seine Frau ist ja so dieser rote Faden, der ihn ja immer durch alles führt. Und da, finde ich, hast du einen sehr menschlichen Charakter, mit dem du gut nachvollziehen kannst. Ich muss daran glauben, dass wenn ich die Augen schließe, die Welt noch da ist. Memento ist spannendes Kopfkino, ein Meisterwerk ohne Special Effects, ohne Gimmicks, ohne Mätzchen. Einfach nur eine faszinierende Geschichte. Ja. Wir alle brauchen Erinnerungen, damit wir nicht vergessen, wer wir sind. Das gilt auch für mich.